Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saboteur. Wir wollten uns jetzt mit Skylar treffen. Ich habe jetzt schon 3 Aufnahmen immer Skylar gesagt. Warum mache ich das? Oh, was ist das Geiles. Oh, heftig. Den will ich haben. Oh, Gott, das hängt ja gar nicht dran. Alter, ist ja geil. Oh, was ist das? Das will ich zerstören. Oh, Alter, guckt euch mal den Panzer an, Leute. Guckt euch das geile Teil an. Das ist bestimmt der Wolf. Oh, den hätte ich so gerne jetzt. Shit, hier sind 3 Soldaten drumrum. Das ist ja ätzend. Ich glaube, wenn wir den weg haben. Ohne Zigaretten wäre ich schon durchgedreht. Ja. Wuhu, geil, das hat geklappt. Juhu. Tschüss, Panzer, obwohl ich dich gerne fahren würde, aber naja. Geiles Teil. Geiler Panzer, den hätte ich gerne. Lol. Alles klar. Der qualmt gerade mal. Lol, der ist ausgestiegen. Der brennt! Hahaha! Vollidiot. Ah, der ist ausgestiegen. So. Brumm, geiler Träger. Ganz schnell weg hier. Alter, der fährt sich echt eklig. Oh, warum wackelt der so? Ey, warum parken die so bescheuert? Alter. Okay, das ist wohl noch einer der ersten Träger, den es überhaupt gibt. Alter, wie der wackelt. Aber wer hat schon so einen Träger, ne? Den will ich halt in der Garage parken. Das ist bestimmt das seltenste Auto, was man hier finden kann. Kann man mit driften? Yeah, Mann. Kann man. Coole Sache. Was kann man hier so zerstören? Oder sabotieren, eher gesagt. Wir zerstören ja nichts, ne? Wir machen es ja bloß unscharf. Wir machen es unscharf, Leute. Nee. Was ist hier noch? Beim Wachturm. Alles weg hier. Das ist so Krampf in meinem Auge. Ja, lauf du mal weg, dann kann ich deinen Teil hier zerstören. Und da haben wir in dieser Folge schon reichlich zerstört. 1 von 25 gerade mal. Hm, okay. Hier ist auch ein Suchscheinwerfer. Gucken, ob der dahin läuft. Und das Teil gleich explodiert. Jo, macht er. Nee, macht er nicht. Will den Suchscheinwerfer nämlich noch sabotieren. Weiß man, muss der da weg. Ich glaube, ich prügel mich mal mit dem. Irgendwas ist hier komisch. Chit, nicht pfeifen. So, schnell platzieren den Scheiß. Nein! Ich schicke ihn zur Hölle. Fuck! Was ist los mit dir? Scheiße. Fuck! Ich hab überhaupt nicht gecheckt, dass der noch hier, ne, und so. Mein Trecker! Nein! Ja, scheiß auf den Trecker. Der rechts ist noch so ein richtig dufte Panzer. Ja, oh shit. Ja, wer baut denn hier so einen Kackzaun? Ja, hier auch noch, oder was? Ah! Was ein Scheißfeld. Aber wir werden von irgendwas noch gesehen, ne? Irgendwas sieht uns hier noch. Was ist denn hier? Scheiß Natur. Hier gibt es eindeutig noch viel zu viel Natur in dem Spiel. Ja, toll. Können wir das Ding da noch zerstören eigentlich? Was auch immer hier steht, ja. Ein Tor. Scheiße! Was fällt denn der mich an der Arsch? Gib mir deine Karre, Alter. Stromwagen hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in der Garage. Werde ich, glaube ich, auch nicht einparken bekommen. Heim. So. Gutes Deutsch. Erstmal entkommen. Ich weiß nicht. Wird man eh nicht entdeckt die ganze Zeit, wenn man so in so einer geklauten, ja, deutschen Karre herumfährt, meine ich. Wird man da eh entdeckt, ne? Ach, wisst ihr was? Wir müssen ja eh durch die Tausender Sperrzone wieder. Da können wir da durchmachen. Ja, fahren wir den noch um, den Spasti. Alarmstufe 2, das ist jetzt eklig.
Wir werden uns gleich mal ein Versteck suchen, aber erstmal durchbrechen wir hier noch einmal kurz. Zack. Zack. Scheiße. Die gehen ganz schön ab, muss man ja mal sagen. Oh, die hat ein MG drauf. Ist hier was? Nee, da komme ich gar nicht hin. Deutsch halt. So. Da sind zwei weiße Punkte, die machen wir noch kaputt. Und dann müssten wir auch erstmal genug zerstört haben in der Folge. Alter, der ist doch gar nicht mehr gef... Ah! Was wollt die spawnen da? Spawnen die da? Das gibt keinen Sinn. Ah, fuck, so ein MG-Auto hinter mir. Scheiße, ja, das war's wohl, ne? Alter, macht der Schaden, ey. Mann! Und bah! Weil der Penner da an dem scheiß Scheinwerfer wieder aufgestanden ist, ey. Hätte er nicht einfach tot sein können, Mann? Ah, reg mich auf jetzt. Schicke Augen. Oh, jetzt muss ich wieder Waffen kaufen gehen. Oh. Naja. Ein netter kleiner Ort ist das hier. Naja, unser Dynamit haben wir übrigens noch 6 Stück. Ja, obwohl. Könnte ruhig mehr jetzt sein. So. Tu veux quoi? Dynamit, her damit. Ne, es waren Granaten. Oh, ist auch egal. Das MG hätte ich gerne wieder. Die MP meine ich. Und. Wo waren das jetzt? Karabiner. So, kaufen wir uns noch Money. Können wir warum nicht so viele haben. So, können wir uns irgendwas Neues kaufen? Hier? Ne, keine neue Zone. Finde ich gut so. Pistolmoney, her damit. Alles Max. Irgendein Upgrade? 300 haben wir Schrotflinten. Nehmen wir mal Schrotflinten. Können wir ja mal alles upgraden. Hier kriegt man dadurch irgendwelche Pluspunkte. Wir snacken uns mal diese Karre hier. Oh, der mich mal nicht angefahren hat. Also Leute, aufpassen, diese MGs hauen ganz schön doll rein. Zwei Salven, die ordentlich treffen, dann ist man sofort tot. So, wir wollen ja jetzt Skyler fahren. Und auf den Friedhof da ein bisschen rum. Ja, rum. Fällt gar nichts ein. Umgeistern. Nee, natürlich nicht. Müssen wir hier vorne? Hier, ne? Ja. Oh, jawoll. Die Karre ist cool. Zur Seite, Blödmann. Welche Autos bestimmt auch ziemlich cool aussehen. Das hatten wir schon mal gesehen von der Geheimpolizei. Die werden, glaube ich, richtig geil. Sehen auch richtig edel aus. So. Mein Gott, ey, die ist ja sonst wo hier. Hier waren wir, glaube ich, bis jetzt in Oppenheimer. Da! Oh, wer sieht mich da? Achso, so ein Fuzzi wieder, so ein Offizier bestimmt. Okay, da steht sie. Maschika? Ich bin froh, dass du Bishops Angebot angenommen hast. Ich habe mich ein wenig im Untergrund getummelt. Wenn das hier vorbei ist, kannst du mit mir machen, was du willst. Aber ab sofort koche ich mein eigenes Süppchen. Es gibt einen unterirdischen Eingang, durch den du an den Hauptposten vorbeischlüpfen kannst. Such unter dem Mausoleum auf dem Hügel nach einer Krypta. Dort findest du, was wir suchen. Sie ist zu schwer, um sie einfach wegzutragen. Wir brauchen einen Laster, um sie aus der Stadt zu bringen. Ich suche die Kiste und kümmere mich um die Wachen. Du organisierst den Transport. Wir treffen uns am Mausoleum, wenn du für den Abflug bereit bist. Viel Glück und pass auf deinen kleinen Knackarsch auf. Du auch, Schätzchen. Ich habe Heinrich gefragt. Heinrich kann sein Gesicht nicht von seinem Arsch unterscheiden. Gucken. Könnten hier auch ein paar Sachen zerstören. Wollen dahin. Kann sein, aber er war im Schlachthaus, als es passierte. Er hat gesagt, es war der Kann ich nicht einfach auch hier einfach mich durchballern, falls es notwendig ist? Was hier? Oh Gott. Ich kann runterfallen. Darf ich runter?
Okay, sehr. Oh, das ist ja so richtig sneaky hier, wa? Jetzt habe ich hier eine doppeltläufige Schrotflinte. Nee, danke. Schrotflinte bin ich so Fan von. Können wir sagen, wir machen erstmal das Gebiet hier sauber. Da wollen wir als nächstes hin. Hoch. Na, nimm mal doch. Nimm die Leiter. Ja. Gut. Da kommt das Empfangskomitee. Das habe ich gerade gemerkt, dass der nie daneben schießt. Aua, aua. Aber anscheinend sind das so normale Soldaten. Finde ich relativ entspannt noch. Was ist hinter mir, einer? Da muss irgendwo einer sein. Wo denn? Wo ist er? Da. Hier sind ganz schön viele. Alter, der hat schon ein bisschen dickere Wurme wieder. Allgemein, die sind etwas dicker gepanzt wieder. Gepanzert. Nicht gepanzt. Zum Glück haben wir ordentlich Granaten hier. Was ist hier hinter mir? Hinter mir muss auch noch irgendwo einer sein, ne? Da. Ist jetzt die Frage, komm hier unendlich? Ich glaube, ich hoffe mal nicht. Alter, aua, scheiße. Shit, 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 shit. So, du bist down. Kein Thema. Hinten ist auch einer. Was macht der da oben? Kann man das zerstören? Ich glaube ja nicht, ne? Sieht nicht so aus, ob man das zerstören könnte. Könnte es ja versuchen, aber ich glaube eher nicht. Das hier. Genau, der lebt noch. Nee, da war nichts. Der ist tot, ne? Der ist tot. Gut. Der ist auch tot. Er schießt da oben, genau. So. Wir räumen hier erstmal auf. Wir wollen den ganzen Friedhof von den Nazis befreien. Ich aber machen will, ist erstmal den Alarm ausmachen. Komm her, Mann. Alter. Alter, was war das denn? Den treffe ich von hier, glaube ich, nicht. Wo ist denn der? Oh, irgendwo. Da. Achso, da ist so ein kleiner Turm, okay. Den haben wir, oder? Haben wir den auch? Oh. Alter, wir schießen hier mit Raketen, Mann! Was ist denn das? Ja, Bullshit, Mann! Da war doch nirgendwo einer mit Raketen, ey. Oh. Ich hab Heinrich gefragt. Heinrich. Hallo, Freundchen! Ist mir gerade so egal hier. Wir wissen auf jeden Fall nicht, wo ich bin. Ah, jetzt. Ja, doch, jetzt. Da war da irgendwo ein Panzer, der die ganze Zeit auf uns immer so geschossen hat. Weil ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass da irgendwas war. Wo ist denn der? Ist der tot? Was ist mit den Heckenschützen da oben? Merkt man, der nervt. Nervst, Alter. Zack. Da ist einer. Zack. Da. Na. Den haben wir. Oh, ich mag den Karabiner. Shit. Ich hab hier einen Toten. Ich nicht. Das ist ein LKW. Oh, oh. Wir kriegen ganz schön Schaden wieder. Wo ist denn hier einer? Da, lol. Das war doch mal ein Dreifachkill. Ha! Ja, das zählte noch. Fuck, da ist einer. So, irgendwas hat noch da mich ganz nett geschossen. Was ist da? Ist da irgendwie so ein Panzerwagen? Ah, lol! Seht ihr? Da. Den habe ich überhaupt nicht gesehen.
Machen wir den gleich mal kaputt. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Das erklärt natürlich einiges. Einiges. Gott, oh Gott, wie brüllt der? So, den haben wir. Irgendwer schießt ihn auf mich, ne? Auf der Mauer? Ne. Oder? Da. Ich werde doch von hinten beballert. Irgendwo da oben noch. Hab ich den? Ich hab ihn, ne? Von wem werden wir jetzt hin noch gesehen? Gar keiner eigentlich, ne? Oh, was kann ich hier machen? Irgendwo sieht mich auf jeden Fall einer. Wo ist... Da. So. Ja, ha, ha, ha. Wo ist er? Was hat denn? Da, lol, da drinne. Den habe ich auch nicht gesehen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass da einer drin sitzt. So. Dann ist da noch eins. Ich tue das ja nicht nur für uns, damit wir hier nicht nochmal hinfahren müssen irgendwann. Das ist ein weißer Punkt. Das Teil mit Schalldämpfer. Oh, wäre das optimal. Ich muss aufpassen. Shit, die verstehen hier keinen Spaß. Ja, ich konnte da nicht. Ich konnte da nichts machen. Fuck. So. Dann gibt's ja eh keine mehr, die mir was irgendwie. Achso. Gibt's eh keinen, der mehr was kann. Achso, das ist gar nicht in dem Gebiet drin. Ah, alles klar. Dann ist das natürlich scheißegal. Au. Genau, der läuft weg. Ey, was sind da denn für deutsche Soldaten? Und wenn ich von hinten beballert? Achso, da war so ein Wachturm oder was? Da, lol. Muss noch treffen, wa? Oh, na gut. Hab nichts gesagt. Fuck, der hat ein deutsches MG da. Ah, scheiße. Ah, fuck. Oh, so eine Kacke. Oh. Ich hab Heinrich gefragt. Heinrich kann sein Gesicht nicht von seinem Arsch unterscheiden. Hm. Ja, komm, da habe ich keinen Bock drauf. Nur weil diese Pissnäcke da mit MG steht, kann ich da nichts für. Dass ich auf einmal down gehe. Hallo! Ah, spring doch mal hoch da, du! Oh. Nur weil Herr Mister hier wieder nicht springen kann, weißt du? Übrigens meine Waffen noch, ja. Na gut, ist auch nicht das erste Mal, dass... Lol, lol, der hat Flammenwerfer. Der hat Flammenwerfer. Hallo, kannst du mal sterben? Jo, ist klar. Was verbrennen die denn hier? Nur ein Feuer um den... Oh. Granate. Der ist weg. Scheiße. Dürfen echt nicht so viel Schaden erleiden hier, ey. Zum Glück müssen sie auch irgendwann mal nachladen. Ah, nein! Hau ab! Halt durch. Oh! Ey! Warum kommt dieser Vollidiot mit einem Flammenwerfer auf mich zugelaufen? Meine Fresse, ey. Ja, jetzt werde ich hier auch noch gleich erwischt, oder was? Alter, ist das schwer hier. Ich habe Heinrich gefragt. Ja, halt's Maul. Interessiert keinen, ob du Heinrich gefragt hast.
Der ist so ein, weiß ich nicht, Vollidiot. Na, das wurde ich jetzt schon gesehen, ist klar. Ist klar. Also, für nächstes Mal, ich sterbe gleich noch 10 Mal. Das nächste Mal, da kommen auch welche mit Flammenwerfer an, so eine Selbstmordattentäter. Spastis. Oh, ist die unpräzise. So, komm her. Was ist hier noch? Ah, gut. Gut, gut. Was sagt die Karte? Bloß noch das eine da. Dann haben wir den Friedhof wenigstens. Was? Da oben. Wird doch noch später angezeigt. Ballern! Inhalt wird geladen. Was? Was denn jetzt? Fuck, hau ab! So. Falls jemand der es in dieser Folge reingeschaltet hat, ich spiele auf schwierig. Das ist total normal, dass man öfter stirbt. Ja, ja. Erstens der Schwierigkeitsgrad und mein Skill hat was damit zu tun. So. Vergünstigungen. Da haben wir da jetzt freigeschaltet. Ausweichen. Fähigkeit. In bleibender Garage. Ein Fluchtfahrzeug zu wählen. Ah, ein beliebiger Garage. Alles klar. Oh, das ist ja cool. Stimmt. Wenn man erwischt wird, dann sind die ja immer. Kann man das Auto ja nicht wählen. Oder der Händler ist weggelaufen. Jetzt ist das nicht mehr so. Ach, die scheiß Sirene aus. Hat Nerv. So. Jetzt gehen wir ja aber ganz easy rein. Gehen wir schon hier rein? Fuck, hier sind ja Leute drin. Nein! Hau ab! Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, ich sterbe gleich wieder. Ich sag's. Ich hab's ja gesagt! Ey! Mann! Warum werden die nicht auf der Karte angezeigt? Oh, ich werd hier gespawnt. Ich hab mich überhaupt nicht rumgeschrien gerade. Nee, nee. Erstmal den Headshot verpassen, erstmal den Headshot verpassen. So. Oh, kommt der her! Fuck. Autsch. Shit, 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 shit. Ich will zu der Kiste hier unten hin. Wie komme ich da hin? Muss ich da hoch? Muss da hoch? Nee. Keine Ahnung. Warum bauen die denn so viele Straßensperren hier hin, Mann? Bringt mir aber noch nichts, wenn ich hier hoch kann, ne? Nee. Keine Ahnung, was. Wie ich da hinkommen soll. Da, so ein Teil. Wie kommt man denn da hin? Kann mir das mal einer verraten? Muss man hier irgendwo hochklettern? An der Fahne vielleicht? Ich will das haben. Kann man hier hochklettern? Nee. Da auch nicht. Leute, wie kommt man da hin? Kann hier? Hallo? Hallo? Kann ja wohl da hochklettern, komm schon. Was bist du denn für ein Weichei? Da ranspringen und dann... Ach. Kann auch nicht kaputt machen. Was? Ja, ja, Rückzug. Das ist so genau das Richtige. Ich will das da haben. Wie kommt man da zum Teufel hin? Das war eine verdammte Kugel. Oder von drin irgendwo vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Dass hier irgendwo was ist. Aber scheint wohl nicht so der Fall zu sein. Das ist. Hau ab, mal. Alter, haut der mir ein Damage rein. Das ist ja nicht mehr normal. So. Hier aus irgendwo? Nee. Aber was leuchtet denn da so komisch? Also ist von der anderen Seite, ne? Wie kommt man da zum Teufel hin? Ach, egal, komm. Was ist hier? Wir müssen hier runter. Ja, weißt du, benutzt nicht die Leiter, weißt du? Ach, komm. Kopfschütteln bei dir. Hier hin? Nirgendwo. Gut. Kleiner Nebengang. Das Artefakt ist sicher, Herr Oberst. Gut. Warten Sie. Aber Herr Oberst, eine Frage. Ist es wirklich... Weg mit euch.
Shit, ich habe keine Granaten mehr. Das war der Herr Oberst. Ich habe gerade gemerkt, ich habe den Dialog ja aus Versehen damit unterbrochen, wo ich da losgeballert habe. Das tut mir leid. Ich glaube, der war eh fast zu Ende, ne? War eh bloß eine Frage. Nun, wo sind hier noch welche? Da. Shit, lol. Mit Bund. Oh, geil. Oh, der tut richtig doll weh in den Augen. So. Ist hier irgendwo eine Leiter, damit man da hochkommt? Nee. Auch nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Das muss der mysteriöse Preis sein. Wollen wir reingucken? Wir wollen da reingucken. Wenn du so clever bist, wie ich hoffe, vergisst du, was du hier gesehen hast und verlierst kein Wort darüber. Vergessen? Was denn? Ich habe nichts gesehen. Gut. Ich würde mir gerne wissen, was... Verschwinden wir von hier. Schade, ich hatte mich gerade an die Gegend gewöhnt. Jede Menge Särge zur Auswahl. Du könntest dir gleich einen aussuchen. Ich schätze, du wirst ihn bald brauchen. Wenn es so ist, werde ich den Rest meines Lebens genießen. Ich will doch keinen Sarg gebrauchen, Madame. Wie kommt man da zum Teufel hoch? Das würde ich gerne mal wissen. Geht man so in Berlin? Alter Shit, wir kriegen ja ganz schön doll Schaden da oben rechts. Das wäre natürlich schlau gewesen, die jetzt alle zu zerstören hier. Zum Glück habe ich den Panzer kaputt gemacht. Wo muss ich als nächstes hin? Hast du nichts Besseres gefunden als... Oh, du! Die Farbe nicht? Mit dieser Rostlaube hängt ja. Die Patrouille nie ab. Das müssen wir nicht. Wir treffen uns mit ein paar deiner Kumpels aus dem örtlichen Pub. Ey. Sie haben eine kleine Überraschung für diese deutschen Scheißkerle vorbereitet. Soll das heißen, wir fahren in einen verfluchten Hinterhalt? Ich liebe Überraschungen, du etwa nicht? Wo? Ich habe die Stelle auf deiner Karte markiert. Komm nicht zu spät. Aber ich hoffe mal, wir schaffen das noch. Ey, wir haben viel zu viel Schaden bekommen, weil der... Mann! Könnt ihr nicht mal die Augen aufmachen? Gibt's doch nicht, der fährt einfach direkt weit auf mich zu. Wer macht denn sowas heutzutage? Ah, scheiße, jetzt sind genau diese Kackautos hinter uns, die nur dicken MGs auch noch haben. Ja, super. Ach, wir müssen ja bloß bis hier. Ah, ist klar. Okay. So, jetzt heißt es Deutsche platt machen. Kommt her hier. Wir Widerstandskämpfer. Jawoll. Okay, Jungs, schlagt hier los! Alter, was kommt da denn? Ey! Verteidigt die Kiste, egal wie! Oh, shit. Fuck! Au! Was machen die denn da? Sieht aber komisch aus. Das Auto haben, Alter. Scheiße, Schüsse! Ach nee. Ist glaube ich normal hier. Ah, das ist richtig cool gemacht hier. Können wir die ganz kaputt machen? Ne, ich glaube nicht. Shit, da ist einer gestorben für uns. Wir müssen ein paar Kills noch sammeln. Der ist weg. Das Geile am Fighten. Und oh, scheiße. Hier rechts ist auch noch einer, ne? Und den mal wegmachen. Damit uns hier nicht rein. Schießen kann. Ja, man kann nicht durchschießen. Alles klar. Geschafft. Schwach Gesundheit. Alter. Das war die letzte. Da kommen noch mehr Soldaten. Wir müssen verschwinden, bevor sie hier sind. Okay, dann nichts wie weg. Alles klar. Wie hau ich jetzt hier ab? In den Truck einstellen. Da geht in den Pflaster. In den Pflaster. Kann ich hier so wie sie einsteigen? Nee. So, jetzt steige ein, bitte. Schnell.
Alter, die macht ja Sachen hier mit uns. Aber ich würde mal sagen, was da jetzt noch passiert, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Haut rein, Leute.